Setze dich im Lotussitz auf deine Matte. Finde zu dir selbst. Spüre deine Wirbelsäule. Mach dich lang. Atme tief, leg die Hände zueinander, Daumen zum Brustbein, Finger zur Stirn und fühle noch einmal in dich hinein. Wenn du soweit bist, löse auf und dreh dich ein und komm in die Position des Kindes. Die Arme liegen an deinen Körperseiten, die Stirn berührt den Boden. Auch hier fließt die Atmung tief und gleichmäßig. Du spürst deine Körpermitte. Und wenn du soweit bist, ziehst du die Arme über die Seiten, schiebst sie weit nach vorn und kommst dann in die Position des hinabschauenden Hundes. Richte dich aus, Schultern, Nacken, Hände, Füße. Und bei einer weiteren Ausatmung läufst du nach vorn zwischen deine Hände, kommst bei der nächsten Einatmung mit langem Rücken halb hoch. Bei der nächsten Ausatmung ziehst du dich noch einmal weit an die Beine heran, atme wieder tief ein und richte dich ganz nach oben auf. Zieh die Hände zur Decke und dann zum Brustbein zurück. Stehe gerade und aufrecht. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme wieder weit nach oben und setze dich dann mit der Ausatmung in die Stuhlposition. Das Gesäß geht nach hinten unten weg, die Knie beugen, wenn möglich nicht zu weit über die Zehenspitzen. Halte den Rücken ganz lang und gerade und versuche die Arme so weit wie möglich nach hinten zu ziehen. Der Blick kann zu den Händen gehen oder bei Nackenproblemen auch nach vorne weg. Bei einer nächsten Einatmung zieh dich wieder weit nach oben und bei der Ausatmung leg die Hände zurück an deine Körperseiten. Richte hier in Ruhe noch einmal den Stand deiner Füße aus. Diese sollten gleichmäßig in den Boden hineindrücken. Bei der nächsten Einatmung zieh die Arme wieder weit nach oben, leg die Hände zusammen und bei der Ausatmung setze dich tief in die Stuhlposition. Die Hände führst du vor das Brustbein und dann dreh dich bei der nächsten Einatmung zu einer Seite ein. Der Ellenbogen des entgegengesetzten Armes drückt von außen gegen den Oberschenkel. Du rotierst in der Wirbelsäule, drückst die Handflächen fest zusammen und die Ellenbogen gehen nach außen weg. Das Becken sollte gerade bleiben, die Wirbelsäule lang. Der Blick geht über die obere Schulter hinweg zur Decke. Halte auch diese Position 5 bis 6 tiefe Atemzüge und kehre dann vorsichtig aus der Position zurück zu Tadasana. Spüre hier kurz nach und führe dann diese gedrehte Stuhlposition zur anderen Seite aus. Achte auf eine gleichmäßige Atmung. Achte darauf, dass dein Becken und die Beine gerade stehen und der Rücken lang bleibt. Du rotierst nur in der Wirbelsäule, du verbiegst sie nicht. Auch der Nacken sollte lang und gerade bleiben, der Kopf nur so weit drehen, wie es dir möglich ist. Halte hier genauso viel Atemzüge wie auf der anderen Seite und kehre dann vorsichtig aus der Position zurück. Bei der Einatmung die Arme weit nach oben, bei der Ausatmung die Hände vor der Brust zusammen. Atme hier noch einmal tief durch. Bei der nächsten Einatmung zieh die Arme wieder weiter nach oben. Bei der Ausatmung komm in die Vorwärtsbeuge. Atme weiter, stell beide Beine weit zurück
und halte in der Stabposition. Die Wirbelsäule sollte hier ganz lang sein, der Nacken ebenfalls. Atme tief und gleichmäßig weiter. Schiebe dich bei der nächsten Ausatmung in den abschauenden Hund. Bei der Einatmung stell ein Bein nach vorn. Das hintere Knie darf den Boden berühren. Zieh die Arme weit nach oben und streck dich lang. Und dreh dich bei der nächsten Ausatmung zur Außenseite des vorderen Beines ein. Drück den Ellenbogen des entgegengesetzten Armes von außen gegen den Oberschenkel. Drück die Handflächen zueinander, lass die Ellenbogen nach außen weggehen. Halte die Wirbelsäule und den Nacken ganz lang gestreckt, die Schultern so weit wie möglich nach hinten unten. Halte diese Position auch wieder 5 bis 6 tiefe, lange Atemzüge. Atme hier noch einmal ein, streck die Arme weit nach oben und bei der Ausatmung stellst das vordere Bein nach hinten. Und schiebst dich bei einer weiteren Ausatmung noch einmal in die Position des hinabschauenden Hundes. Und nun stelle bei der nächsten Einatmung das andere Bein zwischen die Hände. Zieh die Arme noch einmal weit nach oben und bei der nächsten Ausatmung drehst du dich zur anderen Seite ein. Hilf hier auch wieder mit den Armen. Drück den Ellenbogen des entgegengesetzten Armes von außen gegen den Oberschenkel. Zieh die Wirbelsäule lang, den Hals ebenfalls, die Schultern weit zurück, leg die Handflächen zueinander und drücke die Hände fest zueinander und somit dich vom Oberschenkel weg in die Dehnung, in die Drehung hinein, in den gedrehten, gestreckten Seitenwinkel. Halte auch hier genauso viel Atemzüge wie auf der anderen Seite. Richte dich aus und dann kehre langsam auch hier aus der Position zurück. Komm nun in die Kindposition und ruhe dich einige Atemzüge aus. Entspanne Nacken, Rücken, Arme und Schultern. Wenn du soweit bist, schiebe dich noch einmal mit einer Ausatmung in den abschauenden Hund. Zieh dann die Beine gekreuzt, ähnlich wie beim Lotussitz, durch deine Arme hindurch und komm in das Boot. Hierbei neigst du den Oberkörper mit langem Rücken und festem Bauch etwas nach hinten. Die Arme streckst du lang nach vorn und hebst dann die Beine eventuell nacheinander, gebeugt vom Boden weg. Falls es dir möglich ist, kannst du die Beine auch strecken. Halte auch hier 5 bis 6 tiefe Atemzüge. Stell dann die Beine wieder zurück zum Boden und roll dich Wirbel für Wirbel mit dem Oberkörper ab, bis du ganz auf dem Boden aufliegst. Hier nun streck die Beine im Wechsel lang aus und komm in Shavasana. Hier lässt du beide Füße leicht nach außen fallen, die Arme liegen etwas vom Körper weggestreckt neben dir, die Handinnenflächen nach oben gedreht. Entspanne bewusst auch nochmal Schultern und Nacken und spüre nach. Lass deine Atmung ganz ruhig fließen, immer ruhiger werden. Fühle noch einmal in dich hinein und wenn du soweit bist, bewege langsam wieder die Zehen und Füße, die Finger und die Hände und dreh dich dann langsam zu einer Seite ein. Komm in die stabile Seitenlage, spüre hier noch einmal nach und stütze dich dann schließlich nach oben und setze dich in den Lotussitz. Richte dich auch hier noch einmal aus, streck die Wirbelsäule lang. Zieh den Scheitelpunkt weit nach oben, lass die Schultern sinken und schließe ab mit deinem Namaste.